Terry Gilliams Film Brazil, ein Blick in eine gleichermaßen knallbunte und zappenfinstere Zukunft, beginnt mit einer Satire auf die wundervolle Welt von Werbung und Medien und mit einer Explosion. Brazil ist einer der wenigen Filme von Terry Gilliam, die auf uneingeschränkte Zustimmung stoßen. Ein Science-Fiction-Film, der so aussieht, als hätten Monty Python George Orwells düsteren Zukunftsroman 1984 in eine verschrobene Komödie verwandelt. Zugleich ist es die Geschichte eines kleinen grauen Mannes in einer grauen Welt, der das wahre Leben und die wahre Liebe nur in einer wüsten Mischung aus Traum und Albtraum findet. In Terry Gilliams Parallelwelt des filmischen Surrealismus. Vielleicht wächst die Verzweiflung mit dem Alter. Gleichzeitig kommt mir die Welt immer bedrohlicher vor. Alles, was ich mache, ist eine Reaktion auf die Welt da draußen. Die Welt wirkt bedrohlicher, die Leute werden ängstlicher, sie denken nicht mehr, weil sie Angst davor haben. Ich will sie weiter dazu ermuntern, riskiere es zu denken. Schau, hier ist ein anderer Blick auf die Dinge. Das kann dich verstören, aber auch zum Denken anregen. Schon mit seinem ersten eigenen Film, dem Fantasy-Abenteuer Time Bandits, gelingt Terry Gilliam 1981 ein Publikumserfolg. Time Bandits ist eine Art unendliche Geschichte mit einem Hauch Surrealismus und viel Satire. Der 11-jährige Kevin wird Gefährte einer Gruppe von 6 Zwergen, die dem obersten Wesen eine Karte gestohlen haben und die durch Löcher im Universum durch die Zeiten reisen, um bei historischen Größen von Agamemnon bis Napoleon zu klauen, was es zu klauen gibt. Und bevor Kevin wieder in sein gewöhnliches Leben zurückkehren kann, muss er seine Lektionen in Moral und Metaphysik lernen. Time Bandits wurde produziert von der Firma George Harrisons. Und dass der Ex-Beatle auch die Musik beisteuerte, schadete dem Erfolg gewiss nicht. Eine Kindergeschichte, ein Anti-Erwachsenen-Film. Im Kern ist Time Bandits, wie viele Filme von Terry Gilliam, Variante, Fortsetzung und Interpretation von Alice im Wunderland. I know, I keep falling into this world of children and holy fools. Ich gerate immer wieder in die Welt der Kinder und der heiligen Narren. Das sind meine Leitlinien. Meine Frau sagt, ich sei nie erwachsen geworden. Das Problem des Erwachsenwerdens ist, dass die Welt vorhersehbarer und langweiliger wird, genau genommen aber auch erschreckender, weil unsere Vorurteile und vorgefassten Meinungen ihre hässlichen Häupter erheben. Wir verlieren unsere Unschuld. Ich versuche, sie verzweifelt zu bewahren, nehme ich an. Manchmal auch, indem ich diese Filme mache. Ja, es wird Ihnen ja oben gefallen. Und die Akte? Zurückschicken, bitte, Sir. Wir haben einen Expertenteam von Ihnen, das wir Ihnen sofort abzeichnen. 2, 3 Kopien. Ich erwarte überaus große 2 Kopien an die Finanz. Es ist typisch für Terry Gilliams Werdegang, dass er bereit ist, nach kommerziellen Erfolgen ein künstlerisches Risiko einzugehen. Zum Beispiel mit einem ehrgeizigen Projekt wie Brazil. Da sind wir. Ihre eigene Nummer an Ihrer eigenen Tür. Und hinter dieser Tür finden Sie Ihr eigenes Büro. Ich gratuliere, DC-015. Willkommen im Team. Ja? Nein? Streichen Sie das. Brazil ist längst ein veritabler Kultfilm. Was Gilliam in Time Bandits für die Märchen-Fantasy gelungen ist, das schafft er mit Brazil für die Science-Fiction. Er gibt ihr Intelligenz und Humor zurück. 1995 erzielt Gilliam mit 12 Monkeys, mit Bruce Willis und Brad Pitt in den Hauptrollen, seinen bis dahin größten Erfolg. Wieder geht es um ein düsteres Zukunftsbild, um eine Zeitreise des Helden in die Welt vor der totalen Verseuchung, an den Ursprung der Katastrophe. Und wieder benutzt Gilliam den an sich einfachen Plot zu raffinierten Verschachtelungen von Wirklichkeit und Fantasie. Verstehe ich Sie richtig, dass wir jetzt nicht in der Gegenwart sind? Natürlich nicht. 1990 ist Vergangenheit, alles ist schon passiert. Genau das versuche ich... Mr. Cole, Sie glauben also, dass 1996 Gegenwart ist? Ist das richtig? Nein, das ist ebenfalls Vergangenheit. Hören Sie doch mal zu. In den 80er und 90er Jahren gilt Gilliam als einer der bedeutendsten Vertreter des Cinéma du Look, eines fantastischen Kinos, dem mehr an visueller Extravaganz als an dramaturgischer Logik gelegen ist. Es geht darum, die Welt noch einmal neu zu sehen, mit den Augen von Kindern, ohne die Sünden und Fehler der Erwachsenenwelt zu leugnen. Es geht um den Traum im Albtraum.
Es geht um Illusion und Desillusionierung und neue Illusion. Filme wie Bilder reisen auf LSD. In den USA steht für dieses Kino etwa Tim Burton mit Edward mit den Scherenhänden oder seinen Batman-Filmen. In Frankreich Jean-Pierre Jeunet und Marc Caro mit Filmen wie Delikatessen oder Die Stadt der Kinder. Diese Filmemacher sind meine Freunde. Wir kommen ja alle von den Cartoons. Tim war Cartoonzeichner wie auch die Delikatessen-Boys. Das ist unser gemeinsamer Background, aber das heißt nicht, dass wir die gleichen Ansichten haben. Ich sehe die Welt eher wie die Coen-Brüder. Die kommen auch aus Minnesota, genau wie ich. Fear and Loathing in Las Vegas, Gilliams nächstes großes Wagnis, begleitet Hunter S. Thompson, den Erfinder des Gonzo-Journalismus, gespielt von Johnny Depp, auf einem Trip in die Glitzerstadt. Mit nicht besonders viel Sex, aber sehr vielen Drogen und einer Menge Rock'n'Roll. Natürlich kann diese gewaltige Experimental- und Mescalin-Vision nicht mit dem kommerziellen Erfolg der Vorgänger mithalten. Aber Gilliam, der endlich auch wieder am Drehbuch beteiligt ist, hat sich als ernsthafter Filmemacher zurückgemeldet. Zwischendurch muss Terry Gilliam immer wieder Misserfolge einstecken. Die Abenteuer des Baron Münchhausen wird ein kommerzielles Desaster. Die Brüder Grimm enttäuschen. Und sein Don Quixote-Projekt scheitert schon während des Drehs. Der Hauptdarsteller erkrankt und das Wetter spielt verrückt. Bei vielen großen Fantasy-Projekten ist Terry Gilliam stets der Favorit der Autoren und scheitert immer wieder an den Produzenten. So sollte Gilliam den ersten Harry-Potter-Film inszenieren, dann den Beginn von Der goldene Kompass. Aber seine Ideen sind den Produzenten immer entweder zu eigenwillig oder zu teuer. Der kleine Film Tideland, hierzulande nur auf DVD erschienen, ist vielleicht der Film, der am besten zeigt, was Gilliam kann, wenn er sich nicht mit allzu viel teurem kinematografischem Spielzeug beschäftigt. Auch Tideland ist eine Variation von Alice im Wunderland, zugleich aber eine Reise in eine zutiefst verletzte Kinderseele. Die Mutter der 9-jährigen Eliza Rose ist an einer Überdosis Drogen gestorben. Der Vater zieht sich mit Eliza Rose in eine einsame Hütte auf dem Land zurück. Dort setzt auch er sich den goldenen Schuss. Allein mit dem langsam verwesenden Leichnam des Vaters lebt Eliza Rose nun in einer Traumwelt mit ihren Puppen. Bei ihren Streifzügen trifft sie auf eine Frau, die einst ihren Vater sehr geliebt hat und deren geistig zurückgebliebenen Bruder. Der lebt wie sie in einer Traumwelt, in der er das imaginäre Meer der endlosen Kornfelder als Kapitän eines selbstgeschaffenen Unterseebootes durchstreift. Mit moderner digitaler Technik steht Terry Gilliam wieder großes kinematografisches Spielzeug zur Verfügung, als er Ende 2007 mit den Dreharbeiten zu »Das Kabinett des Dr. Parnassus« beginnt. In »Das Kabinett des Dr. Parnassus« kommt noch einmal all das zusammen, was Terry Gilliam in seiner Fantasie- und Kinowelt bislang so trefflich entwickelt hat. Nein, das ist nicht wahr. Ich heiße Barry. Das Welttheater zwischen Himmel und Hölle. Die Reisen in eine Parallelwelt der Imaginationen. Der Blick der Kinder und der heiligen Narren. Illusion und Desillusionierung. Märchentraum und Zeitsatire. Das Kabinett des Dr. Parnassus zeigt einmal mehr auch Schwächen und Stärken des Regisseurs. Wieder beginnt der Film als ein grandioser Wirbel der Imaginationen. Und wieder schafft es das Drehbuch nicht ganz, ein intellektuelles Gegengewicht zu diesem Bildersturm zu erzeugen. Christopher Plummer, Heath Ledger und nicht zuletzt der jungen Lily Cole gelingt es immerhin deutlich zu machen, welche menschliche Tragödie in allen Fantasy-Träumen steckt. Die Tragödie von Menschen, denen auf Erden nicht wirklich zu helfen ist und deren einzige Rettung in Träumen besteht. Aber vollständig, davon erzählen die besten Terry Gilliam-Filme. Vollständig gelingt diese Rettung nie. Denn der Traum ist nur eine verzerrte Abbildung des Wirklichen. Und das Wünschen hilft nur in der viel zu kurzen Zeit der Kindheit. Gilliams Filme handeln vom verzweifelten Versuch, in das Paradies der Kindheit zurückzukehren. Und manchmal behandeln sie dabei auch das eigene Scheitern. Das Kabinett des Dr. Parnassus ist nichts anderes als das Kino, wie es Terry Gilliam sieht. Eine Wunschmaschine, der wir beim Kaputtgehen zusehen.